Baron Geddon ist der nächste. Was hat der für eine Heldenfähigkeit? Ignite Mana. Deal 5 Damage to the enemy hero if they have any unspent Mana. Das heißt, man soll immer schön sein Mana ausgeben. Womit kann ich denn viel mein Mana schon ausgeben? Was ist denn das für ein Hunter? Ist das irgend so ein Face? Habe ich den für irgendein Quatschdeck mal? Habe ich mir so einen Face-Hunter gebaut? Der könnte ja sein Mana mal ganz gut ausgeben eigentlich. Schauen wir mal. Mal schauen, was der noch so drauf hat. Das kostet ihn auch kein Mana. Das heißt, von Anfang an muss man sein ganzes Mana mal raushauen. Ja, wenigstens ein 2- und ein 3-Drop. Ich brauche eigentlich einen 1-Drop. 3-Drop ist ganz gut. Ein 1-Drop brauche ich, komm. Glück gehabt. Mit dem 2er kann ich ja immerhin, wenn ich kein Ziel, die Hero-Ability nutzen. Okay. Greetings, Traveler. Armageddon. Ist gefährlich. Au! Auch ein bisschen übertrieben, oder? Ha. Ah, Mad Scientist. Auch auf dem Zweier was zu spielen, sehr gut. Und ein Animal Companion. Schauen wir mal, was wir bekommen. Sieht ganz gut aus. Die nächste Runde muss ich 4 Mana ausgeben. Echt eine gute Karte, der Lava-Shock. Höh, ich habe gar kein Secret da drin ist. Was ist das denn für ein komisches Deck? Ist das noch dieses Random-Deck? Da stimmt doch irgendwas nicht hier. Ach, eine Freezing Trap. Die wurde so schnell ausgespielt mit dem Angriff, dass ich das gar nicht gesehen habe. So ein Quatsch. Für 2 Mana kann ich nichts ausspielen, aber für 3 und für 1. 5 kann ich nächste Runde auch was ausspielen. Na toll. Das sieht doch relativ easy aus. Einfach ein billiger Facehunter. Jetzt kann ich langsam, muss mal gucken mit meinem Mana. Nächstes Mal kann ich immer noch 6 ausgeben. Und wenn ich es nicht machen kann, hebe ich mir lieber die Karten auf. Nee. Kriege ich halt 5 Damage, damit kann ich leben. Obwohl, brauche ich gar nicht. Machen wir es nämlich so. Also, eigentlich ist aufgehoben für irgendeinen Minion, aber kann ich auch einfach fertig machen. Der war ja mal nicht so schwer. Macht einfach nur ein Deck, womit man ihn in den ersten Runden fertig macht und jeweils sein ganzes Mana ausgibt. Und zack ist der kaputt. Easy peasy.